Guten Tag, hi. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir sind sehr, sehr glücklich. Ich auch. Ich bin auch sehr glücklich, aber am glücklichsten ist, glaube ich, Michael. Und wir sind für Michael glücklich, denn er hat gesungen, er hat diese Leistung auf der Bühne vollbracht. Wir haben nur ein bisschen geholfen. Und was er gemacht hat, war großartig. Also das war heute aus meiner Sicht sein bester Auftritt. War vorher ein bisschen aufregend, als dieser albanische Mensch, der die Bühne gestürmt hat, der wurde sozusagen vor unseren Augen rausgebracht. Und dann war so ein bisschen durcheinander und dann hat er sich aber gesammelt. Wir waren mit ihm am Bühnenrand, dann wurde die Projektionsfläche aufgebaut und dann ging es los und das war einfach, die Halle hat mitgemacht, die Menschen haben das One Love, Two Hearts und so weiter mitgezählt, mitgesungen das Lied. Und das, glaube ich, hat sich an den Fernsehschirmen nach ganz Europa übertragen, weil wir haben aus Ländern Punkte bekommen, bei denen ich das noch nie erlebt habe. Ich muss nachgucken, ob die Lena überhaupt Punkte gegeben haben. Das war sensationell. Wir haben ja schon danach gesehen, auch Fotos in den sozialen Netzwerken, große Erleichterung im Green Room. Aber dann, als die Punkte verteilt wurden, das ist ja auch, sage ich jetzt mal, jedenfalls in den letzten Jahren ein neues Gefühl für uns. Wie ging es Ihnen da? Also wie haben Sie diesen Abend erlebt und zusammen mit Michael natürlich? Ja, wir haben uns einfach irre gefreut und uns also viel zu heftig sozusagen gefreut. Am Anfang sind wir mal aufgesprungen, dann ist Michael mal auf Katharina, auf seine Frau gefallen. Und danach haben wir gesagt, nee, wir bleiben sitzen, wir wollen keinen Quatsch machen. Nein, wir haben uns gefreut, weil wir wussten immer, irgendwann kommt eine Kamera. Und wenn das Licht an ist, das können wir sein, das kann auch ein anderes Land sein. Das weißt du ja vorher nicht. Und ja, so war's. Also es war ein schöner, entspannt. Es ist auch mal schön, einen schönen, entspannten Abend zu haben. Und das Schöne ist natürlich, die ganzen Zuschauer in Deutschland, die Michael entweder gewählt haben im Vorentscheid oder ihn jetzt kennengelernt haben, die haben ja das, denke ich mal, mitgefiebert. Und diese Form der Erleichterung, die es dann gibt, die Form der Freude, das ist schön. Inwieweit, denken Sie, wird sich jetzt auch die Stimmung so ein bisschen in Deutschland vielleicht verändern? Es gab ja auch viel Kritik, dann wurde umgebaut, der Vorentscheid komplett neu entworfen. Wie wirkt sich das jetzt aus auf die Stimmung zugunsten des ESCs in Deutschland? Ja, ich hoffe, dass es wieder besser wird, ne? Also wir sind durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen. Wir hatten erfolgreiche Jahre, dann ein paar schwierige Jahre. Warum das so war, müssen wir ein andermal drüber reden. Aber das Entscheidende war, wir haben ja den Inhalt des Song Contests, das Ziel des Song Contests. Es ist ein Komponistenwettbewerb. Das haben wir ja ernst genommen. Wir haben ja im vergangenen Jahr angefangen, mit Musikverlegern, mit Komponisten zu sprechen und zu sagen, seid ihr dazu bereit, in ein Songwriting-Camp zu gehen? Und wir hatten ja wirklich internationale und deutsche Songwriter. Und das Feedback, also die Rückmeldung, die ich bekommen habe, waren alle positiv. Dieses Lied ist mit Michael in unserem Songwriting-Camp entstanden. Und wir hatten im Green Room die drei Songwriter, die waren dabei. Das war natürlich auch für die großartig. Die haben natürlich immer geguckt, wo steht das Lied jetzt in den Charts international. Und die haben alle gesagt, das ist der richtige Weg und so wollen wir weitermachen. Wir werden jetzt einfach, also Montag ist der nächste Arbeitstag und wir haben schon ein paar Termine, die hatten wir schon vorher gemacht und wir müssen jetzt einfach gucken, wann gehen wir welche Schritte, was ist der richtige Zeitplan und wie können wir das, was wir jetzt dieses Jahr geschafft haben, bewahren. Das, also bewahren muss das erste Ziel sein und dann vielleicht noch steigern, das wäre das zweite Ziel. Also ich höre raus, dass das Konzept so erstmal bestehen bleibt, auch im nächsten Jahr. Ja, das war immer die Absicht. Also die Absicht war, damit ein Fundament zu schaffen. Das ist ein Komponistenwettbewerb, es soll ein Komponistenwettbewerb bleiben. Die Komponisten sagen, es ist genau richtig, erst die Künstler zu suchen und dann die Lieder zu suchen und nicht irgendwie künstlich Lieder zu schreiben und dann Künstler dafür zu suchen, sondern es genau so zu machen. Das war ein ziemlicher Marathon dieses Jahr, wir waren sehr unter Zeitdruck. Also das kann man zeitlich alles ein bisschen entspannter machen und besser planen und vielleicht noch sorgfältiger planen. Aber im Prinzip, das Konzept hat sich bewährt und das wollen wir ausbauen und das wollen wir stärken. Ihr Handy pingt schon, da kommen die ersten Glückwünsche wahrscheinlich rein. Ach nee, es kamen schon so viele. Ich hab ganz viele noch ungelesene Glückwünsche, aber von vielen Menschen, die von denen ich teilweise lange nichts gehört habe oder aus der Branche oder aus ganz anderen Welten, die sich gemeldet haben, die alle die Sendung gesehen haben und die alle Michael vorher nicht kannten und von Michaels Auftritt begeistert waren. Und das, finde ich, ist das beste Kompliment, das es geben kann. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Wer hat sich denn so gemeldet? Ja, den das, wir auch kennen. Ganz viele Leute aus der Musikwelt und ganz viele Leute aus dem, sagen wir mal, gesellschaftlichen Leben und sonst schlicht und einfach Freunde. Noch die letzte Frage, wo ist Michael jetzt gerade und wie geht's Michael, dir? Michael hat gerade eben eine Schalte mit der Reeperbahn gemacht und der ist auf dem Weg hierher, weil wir hier gleich ein gemeinsames Pressestatement geben wollen
Und dann wollen wir alle zusammen ins Hotel gehen und noch ein bisschen mit Freunden und Familie feiern. Und ja, morgen geht's weiter. Ne? Morgen ist Rückreise, eine Sendung mit Ihnen. Genau, wir werden auch noch mal sprechen. Und ja, ich freue mich darauf, dass es mal nach einiger Zeit wieder ein schöner, ein entspannter Abend ist. Da haben die Fans, da haben die Zuschauer lange drauf gewartet. Wir auch, ehrlich gesagt. Ich habe ein ganz tolles Team um mich herum. Und die sind mit mir durch dieses, sagen wir mal, Tal der Tränen gegangen. Und wenn es irgendjemand neben Michael verdient hat, das heute gefeiert werden kann, dann ist es dieses tolle Team. Wir werden das sicher gerne hören. Das ist auch eine grandiose Teamleistung. Vielen Dank, dass Sie uns vorab die Exklusivinformation gegeben haben. Das geht weiter. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch auf das gemeinsame Statement hier warten. Vielen Dank. Ich kann noch keinen Sendungstitel verraten. Ne? Das ist ja so eine interessante Frage. Ich glaube, die Fans erwarten unser Lied für Tel Aviv, aber es könnte unser Lied für Jerusalem werden. Ne? Warten wir mal ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schnapp. Danke.